Willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 15. Heute mit dem Gastspiel im Stadtderby bei FC Turin. Und wir haben es wieder gesehen im letzten Part. Wir sind nur noch 7 Punkte zurück. Und stellt euch vor, wir hätten das Spiel gegen Parma, glaube ich, gewonnen. Dann wären es jetzt nur noch 5 Punkte. Also es sind noch 7 Spieltage. Da ist noch so viel drin. Oben wie unten. Also der Abstiegskampf ist genauso spannend wie die Meisterschaft. Da kann sich auch noch viel entscheiden und Turin spielt bislang eine recht souveräne, eine recht gute Saison eigentlich, 5. Platz. Waren ja anfangs auch mal mit oben dabei. Waren auch mal zwischendurch Tabellenführer. So, jetzt gilt's hier. Gerade im Stadtderby. Ey, da müssen wir doch unseren Fans, also unseren Fans, ne, von Juventus, mal zeigen, wo hier der Hammer hängt und wer die Nummer 1 in Turin ist. So, Asamoah, Giovinco, ja, kommt er nicht ran. Wird zwar vor den Augen des Schiedsrichters umgesetzt, aber es wird nicht gepfiffen. Warum auch? So, Amaury, Fahnerüth und Quagliarella. Der hat ja mal bei Juventus gespielt. Wenn mich nicht alles täuscht. Sanchez Mio. Ja, gut gespielt von denen am Anfang, aber können wir klären. So, Morata, Giovinco, Pogba und da außen. Ja, wer sonst? Quattro Asamoah hat ja letztes Spiel zweimal getroffen. Es wird in jedem Spiel mehr. Oh, Romelu verspringt der Ball. Da wäre eine richtig gute Chance gewesen. So, jetzt müssen wir aufpassen. Perez gegen Chiellini. Perez, da ist Nocerino. Der hat, glaube ich, mal bei Juventus auch gespielt. Oh, Quagliarella. Das ist das 1-0. Da ist es passiert. 10. Minute. Ja, gut gespielt. Gut vorgetragener Angriff, kann sich anders sagen. Aber da wie ging das denn? Warum war denn da auf halbe Qualität 13. Saisontor? Warum war denn da Paul Pogba Innenverteidiger? Auf einmal, wo war denn da Giorgio Chiellini? Wo war denn Basali? Wo waren die denn zu dem Zeitpunkt? So, Giovinco, Morata. Morata, Pogba, da außen kommt Quattro Asamoah mit. Asamoah. Oh nein! Hand. Nein, keine Hand. Ich habe ja Handspiel ausgestellt. Oh, dann kriegt Chiellini gegen die Brust. Geht schon wieder gut los hier. Meine Fresse. Oh, der macht lang. Und der kriegt dann auch noch. Quagliarella am Mauri. Also man sieht schon, warum die nicht umsonst auf Platz 5 stehen. Die spielen meines Erachtens auch besser als Lazio. Und das soll schon einiges heißen. So. Pogba, außen ist Giovinco. Giovinco, ja. Gillette Fusion Power. Heißt nicht so ein. Heißt so nicht ein Rasierer? Glaube ich. Ich habe sogar einen von Gillette, glaube ich. Naja, weiter geht's. Pogba, Vidal. Ja, es ist schwierig, ne? Die stellen sich da hinten wieder rein. Ah, Romelu. Ja, mit bisschen Glück kommt er zu Morata. Und nochmal. Romelu, Pfosten! Aber weiter geht's. Komm, die Chance lebt noch. Pogba. Asamoah muss aus dem Abseits raus. Oh, Asamoah. Und kriegt den Anwurf. Ja. Scheiße, gut. Aber auch wieder zu umständlich eingespielt mit Morata, hätte ich schon schießen müssen. So, Pogba da außen. Ja, wo soll er hin? Geklärt. Oh, und da ist natürlich keiner von uns. Amaury jetzt auf den Außen. Gegen Chiellini. Schön gespielt. Perez in die Mitte, das Nocerino. Ja, da kommt er gegen zwei Mann. Da haben die auch Glück, dass sie gegen zwei oder drei Mann immer im Ballbesitz bleiben, Junge. Jetzt müssen wir mal dazwischen preschen. Nocerino. Und da außen ist Sanchez Mino. Hat jetzt mal die Seite gewechselt. Oh, Quagliarella wieder, pass auf. Passen wir auf den da auf in der Mitte. Das geht gar nicht. So, Giovinco. Einmal. Schade, kein zweites Mal. Pogba dazwischen. Ich stelle gleich mal auf sehr offensiv. Das bringt ja jetzt nichts. Wir müssen ja auch wieder jetzt einen Rückstand drehen. Oh, der kann aber weit werfen, mein lieber Freund. Und Giovinco fängt den Ball ab. Aber da kommt Moketti. Da kommt Moketti dazu. Aber er bleibt im Ballbesitz. Stark. Giovinco zieht aufs Tor. Legt zurück. Morata. 1-1. Jawoll. Stark. Ganz stark von Giovinco. Dass er sich den Ball an der Mittellinie holt und dann einfach durchsprintet. Sich gegen die beiden da durchsetzt.
die einen Kopf größer sind als Aaron Morata, ja. Ne, steht halt da, wo ein Torjäger stehen muss. 15. Saisontor. Ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. 1-1. Gerade zu der Phase, als sie ein bisschen an Überhand gewonnen haben. Oh, da muss Pogba dem Ball aber entgegengehen. Es ist ein sehr schönes und reißiges Spiel. Eieiei, das ist kein Foul. Der ruppt den um. Das ist kein Foul. Schiri, du bist wieder der Geilste, ehrlich. Ich zahle dir 500 Mark. 500 Euro, keine Ahnung, ein. Ey. Ich feiere dich so. Du bist doch so gekauft, ey. Ehrlich, das ist ein Foul. Das hätte ein Freischuss für uns geben müssen. Anstatt dessen gibt es jetzt hier noch einen Eckball. Hinterher, Nocerino. Ja, der zieht den gut auf den Torwart, aber der war zu lang. Also die Schiedsrichter, ehrlich. Es hilft ja nichts, sich darüber aufzureden. Die Situation ist längst vorbei, müssen wir halt zu hinten nehmen. Pogba. Bisschen schwerfällig. Pogba, das gibt auch keinen Vorteil. Das ist echt unglaublich. So, Pogba. Da müssen wir den Ball schneller abspielen. So, Asamoah. Und in der Mitte ist Morata. Gut, da ist jetzt Pogba, da wollte ich eigentlich nicht hin. Ja, die auf den Außen scheinen aber unsicher zu sein. Und Morata, nein! Fall rein, nein! Gillette Fusion Power hat den. Gillette Fusion Power. So, Evra, Kopfball gewonnen. Vidal. Unten ist wieder Morata. Den schlänzt er ins Tor, nein! Außenpfosten, zum zweiten Mal. Jetzt ist es der andere. Das kann's doch nicht sein, nein! Wir nehmen einfach das Tor und schieben es woanders hin. Hättest ein bisschen weiter rechts gestanden, ey. Dann hättest jetzt 2-1 gestanden. Das kann ich dir aber sagen. Also, man sieht, es ist ein Stadtderby, wie gesagt. Für beide Mannschaften geht es noch um viel. Torino will auch ins internationale Geschäft belegen zurzeit den 5. Platz. Richtig gut eigentlich, hätte ich nicht gedacht, dass sie so eine starke Mannschaft haben. Oh, aufgepasst, das war ein bisschen riskant jetzt, dass wir zurückgespielt haben. Vor der Pause, Achtung, Quagliarella. Oh, jetzt kommt er da mit Glück durch. Kein Elfmeter, kein Foul, kein Foul, kein Foul. Alles easy, ganz ruhig. So, auf der ganz anderen Seite, da haben wir nochmal David Alaba, da haben wir Kato Asamoah und da haben wir Morata, der kommt nicht durch. Der kommt nicht an, wollte ich sagen. Aber okay, jetzt so zum Ende der ersten Halbzeit hin war es besser. Am Anfang, das hat mir nicht so gut gefallen, da lagen wir auch verdient 1-0 zurück. Mailand führt bei Udine. Und Inter 1-1 gegen Rom. Komm, Udine, ey, das packt er noch. Schießt noch 2 Tore oder so. Und wir brauchen noch 1. Im Stadtderby hier gegen Torino. So. Weiter geht's, zweite Halbzeit. Martinez. Asamoah, komm, den hat er. Fast. Amauri gegen Romelu, kein Foul. Bloß kein Foul, ey. Amauri. Perez, Quagliarella. Schön von Romelu. Da ist er. Wo haben wir den? Da ist er. Im Strafraum. Ich werde gerade angerufen. Ich kann jetzt nicht ran. Mein Vater ruft an. Das gibt's doch gar nicht. Gut, dann werde ich die Szene rausschneiden. So, Freunde, weiter geht's. Ich hoffe, die Situation habe ich jetzt hier geschnitten. Ich musste da einfach reingehen, das war einfach wichtig. So. Alaba, Giovinco. Morata, Alaba. Ja, lässt durch, das ist schön gespielt. Er ist zu lang. Der ist ein bisschen zu lang. Freunde, lang, lang, kurz, kurz. So, Fahnerüth. Nocerino. Den Ball nach vorne. Da ist Vidal. Klasse. Ist jetzt auch besser in den Zweikämpfen drin. In den letzten Spielen so allgemein. Sanchez Minho. Oh, Fahnerüth. Oh, nicht rausrücken. Achtung. Buffon ist da. Und schnell. Unten ist er frei. Giovinco. Nein. Oh, oben wäre er jetzt gewesen. Das sind, wie gesagt, die ärgerlichen Situationen. Da kannst du mal schnell spielen und da kommt dir immer ein Gegenspieler dazwischen. Oh, nicht 2 auf 1. Chiellini. Morata, das ist kein Foul. Mann, da gehen beide hin. Da gehen beide zum Ball. Und er kriegt immer den Freischuss. Immer. Oh. Halte ich im
Halt dich ein bisschen ruhiger. HSPP, halt dich ruhiger. Oh, Pfosten. Außenpfosten. So, Buffon. Ey, da kommt man sogar wegen FIFA in Rage. Rage Mode, Alter. Kein Minecraft, sondern FIFA. So. David Alaba, Morata. Und wieder Alaba. Das ist kein Absatz. Und jetzt zieh aufs Tor, Junge. Zieh aufs Tor. Alaba, Gio. Inko, nein. Der kriegt den Ball nicht unter Kontrolle. Die kleine Pissflitze, der kriegt den nicht unter Kontrolle. So, Quagliarella. Fahne Rü, da kommt er nicht durch. Doch, kommt er durch. Oh, in der Mitte, jetzt aufpassen. Oh, in der Mitte, passt mir da auf. Ich sag's gerade noch, in der Mitte. Fahne Rüd. Vorbei. Wechsel. Oh, kurz runterkommen jetzt hier, ey. Kurze Verschnaufspause. So, Alaba, den würde ich mal rausnehmen. Und was darf Karl jetzt nochmal reinbringen? Und vorne Bendner für Morata. Irgendwann muss der Lord nochmal zuschlagen. Irgendwann macht er auch nochmal ein wichtiges Tor. Jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt dafür in diesem Spiel. So, Evra. Das sind alles zu ungenaue Bälle. So, Romelu jetzt mal auf Asamoah. Den kriegt er. Gegen Sanchez Mino, der läuft dem da ganz eiskalt weg. Und da ist der kleine Giovinco. Und Vidal, hau den rein. Bendner, Bendner, Bendner. Nein. Der Torwart hätte auch mal über Bendner rüberfliegen können. Das wäre doch auch mal lustig gewesen. So. Romelu. Basali. Aber wir sind jetzt überlegen. Auch wenn wir aufpassen müssen, die setzen immer wieder kleinere Nadelstiche. Aber wir können das auch. Über Pogba. Nein. Die Chancenverwertung. Die liebe Chancenverwertung. Freunde. Scheiße. Aber auch wieder richtig geil gespielt. Schöner Angriff. Aber die müssen dann auch rein einfach. Nee, ist jetzt noch nicht auf totalen Angriff. Das ist mir noch zu früh. Dafür geht's ja auch um so viel. Um zu viel. So, Vidal holt ihn sich. Klasse. Cutlet ist auch gleich im Spiel drin. Super. Bendner. Vidal. Und nochmal Václav Kadec. Und in der Mitte ist jetzt Giovinco. Ja, habe ich zu spät geflankt. Habe ich nicht. Torwart kommt raus. Bendner. Romelu. Ah, fuck. So, jetzt aber. Totaler Angriff. Totaler Angriff. Wir müssen davon ausgehen, dass Inter und AC Mailand sich gegenseitig die Punkte nehmen. Und gibt einen Freistoß für uns. Leute, was ist los mit dem Schiedsrichter? Na, jetzt drauf zu schießen, das bringt nichts. Deswegen spielen wir hier kurz. Chiellini, Giovinco. Wir wollen ja im Ballbesitz bleiben. So, Basali. Ja, Basali. Zur Not muss es halt auch mal einen Innenverteidiger machen. Basali, schöne Flanke. Kadlec. Oh nein, ich dachte, Asamoah kommt jetzt ran. Ich wollte schon schreien. So, oh, aber da müssen wir natürlich jetzt aufpassen. Wir sind hinten natürlich, weil Basali mit nach vorne immer geht, jetzt ein Mann weniger. Aber Leute, es ist ja schnurzpiep egal, ob wir jetzt hier einen Punkt holen, ob wir das mit Glück noch gewinnen, 2-1, oder ob wir hier noch ein 2-1 kassieren. Wir müssen gewinnen. Es hilft nichts und die fangen jetzt wieder an, auf Zeit zu spielen. Ich krieg doch hier die Krätze. Oh, das kann doch nicht sein, ey. Unnötig. Weißt du, 7 Minuten vor Schluss, als ob das jede Mannschaft machen würde. Jede Mannschaft. Was hat sich FIFA da wieder ausgesagt? So, ich schleiche mich schon mal hier aus, weg mit Quatuor Asamoah, falls wir an den Ball kommen. Buffon. Oh, den hat er auch festhalten können. Den hätte er auch festhalten können. So, aufgepasst. Freie Schussbahn. Oh, oh, oh. Ich sehe den immer hinten im Netz drinne. Ich sehe den immer ins Netz hinten reinfliegen, ey. Das ist... Oh, nein! Fehler, 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 Fehler. Meiner. Quagliarella. Larondo. Und so geht natürlich wertvolle Zeit da verstrichen, wenn ich so eine Scheiße immer mache. Sanchez Mino. Ja, Alter. Er ist der Trickser vom Herrn. Er ist der Trickser vor dem Herrn. Aufgepasst. Geklärt. Und nach vorne. Auf geht's. Auf geht's jetzt, Herr Burschen. Komm. Bendner, Quatuor Asamoah. Und da ist Giovinco. Der ist zu lang, der ist zu lang. Steht auf da! Hör auf da rumzuheulen! Du Memme! So, 4 Minuten Nachspielzeit. Die werden ganz schnell vorbei gehen. Och, nein. Sanchez Mino, ja, spiel doch auf Zeit. Geh doch zur Eckfahne. Gehen sie nicht. Jetzt gibt's noch einen Elfer. Nein, gibt's nicht. So, ab nach vorne der Ball. Aber da nicht hin. Da war nicht hin. So, Asamoah. Und jetzt nach vorne. Quatuor Asamoah. Da ist Václav. Cutlets. Den lässt er nicht laufen. Der Wichser lässt den Angriff nicht laufen. Das waren 4 Minuten. Das waren nie im Leben 4 Minuten. Das kannst du mir nicht erzählen, ey. Ehrlich. Naja, 1-1 im Stadtderby und Inter... Ne. Quatsch, ich habe aufs falsche Spiel geguckt. Gut, aber auch wenn wir gewonnen hätten, hätten wir auch noch weiterhin
7 Punkte Rückstand gehabt. So ist es wieder, die Ausgangssituation, 9 Punkte Rückstand. Oh, fuck, ey, diese zwei Spiele gegen Parma und das Spiel. Unnötig, unnötig, dass wir da immer unentschieden gespielt haben. Wir müssen von Anfang an einfach auf sehr offensiv spielen, glaube ich einfach. Jetzt haben wir, wie gesagt, eine englische Woche, da werden wir wahrscheinlich ein bisschen rotieren. Und ja, im nächsten Spiel einen neuen Angriff starten. Also, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, lasst mir ein Abo da, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Und dann haut da rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. So, das war's wieder mit einer Folge von FIFA 15. Ich hoffe, sie hat euch genauso gefallen wie mir. Links geht's zum letzten Video, rechts wie immer auf Abonnieren. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder von FIFA 15. Bis dahin, ciao.